Hallo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute mit einem weiteren Trikot bewerten Video und heute mit dem zweiten von vier Parts der dritten Liga. Einige Leute hatten sich das auch noch mit der vierten Liga gewünscht, das wird auch noch kommen. Bloß, ich warte dort noch ein bisschen. Und ich werde mir da auch nicht wirklich viele Vereine aussuchen. Ich werde mir dort vielleicht 3-4 Traditionsvereine oder ich werde davon eine Folge machen mit 5 Traditionsvereinen, wie zum Beispiel Rot-Weiß Essen oder Lübeck ist jetzt ja aufgestiegen, aber halt Traditionsvereine Havels, könnte ich mir vorstellen, Lok Leipzig. Schreibt gerne sonst Vereine in die Kommentare von der vierten Liga, die ich auch noch bewerten soll. Ich denke, aus jeder Staffel 1 oder 2 Vereine sollten dann reichen. Und heute geht's dritte Liga. Es haben einige Vereine erst wirklich spät ein Trikot rausgebracht. Das ist noch schlimmer als in der zweiten Liga, um ehrlich zu sein. Und ich musste echt suchen. Aber ein Glück haben Mappen und Halle noch am Ende Trikots rausgebracht, bevor ich das Video nicht drehen konnte. So, jetzt haben wir hier unten schon das FC Bayern München Trikot von der zweiten Mannschaft. Das ist auch ganz schwer im Bayern Store zu finden. Also musst du schon richtig dich auskennen dort, um das zu finden. Ich habe es natürlich gefunden, wie ihr seht. Und das Trikot ist nicht wie beim FC Bayern München in der Bundesliga mit der Telekom-Werbung auf dem Shirt oder auf der Vorderseite, sondern am Ärmel ist die Werbung dafür. Und dafür hat man die Allianz. Allianz Arena zum Beispiel ist ja bei auch ein Partner von Bayern dort. Das gleiche Trikot ungefähr so tragen auch die Frauen des FC Bayern München. Gibt ja auch eine Frauen-Bundesliga und dort spielen die. Ich sehe gerade, bei mir fängt es gerade an zu gewittern. Das ist weird. Da eigentlich ja gefühlt 35 Grad jeden Tag hier sind. Da gut, ich will nicht mal 33 Grad ungefähr. So, also, wir fangen an. Das Trikot ist natürlich vom FC Bayern München und es ist von Adidas. Vorne drauf ist in weiß die Allianz-Werbung. Allianz-Werbung. Auf der linken Brust ist das FC Bayern-Logo und auf dem linken Ärmel das Telekom-Logo. Auf dem rechten das Adidas-Logo. Die 3 Streifen sind an der Seite des Trikots. Der Kragen ist komplett weiß. Genau wie die Ärmel, die auch weiß abgeschlossen werden. Sonst hat man hier nicht wirklich was auf dem Trikot drauf. Von der Rückseite sieht man oben im Kragen Mia Samia und FC Bayern München. Also es ist ja fast das gleiche Trikot wie bei dem FC Bayern der ersten Mannschaft. Daher kann ich das Trikot auch nicht wirklich besser bewerten. Obwohl ich sagen muss, die Allianz-Werbung gefällt mir auch besser. Ich habe auch dieses, also mit FIFA 20 habe ich auch die ganze Zeit die Trikots von der FC Bayern München Mannschaft gespielt, aber von der zweiten Mannschaft halt und nicht von der ersten, da mir die Allianz-Werbung halt besser gefällt als die Telekom-Werbung. Deswegen würde ich die jetzt nicht so, ich glaube ich habe eine 3 oder 4 gegeben, ich glaube ich gebe hier eine 3. Ist halt ein langweiliges Trikot mit 3-4 Sachen, Sponsoren und Logo drauf, gebe ich eine 3. Eine 3 gebe ich. Okay Leute, machen wir es so. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht den Regen hier draußen. Boah, das ist so heftig, war das aber in letzter Zeit nicht. Wir wollen es nicht irritieren lassen. Wir kommen zum nächsten Trikot. Und das ist wieder ein Trikot, was ich bei footyheadlines.com suchen musste, da der MSV Duisburg das Trikot nicht offiziell so richtig im Onlineshop anbietet. Es ist wahrscheinlich ein Exemplar, wo noch der Sponsor fehlt. Das ist das Problem. Der Sponsor fehlt noch. Ihr seht es oben. Auf der Vorderseite, auf der linken Seite seht ihr es, Capelli ist der Trikotsponsor und das Duisburg-Logo ist schon drauf. Und die Zebras werden sie ja genannt, Duisburg sind die Zebras. Da sind blau-weiße Zebrastreifen im Vereinslook und Querstreifen sind oben auf der Schulter noch zu sehen. Der Kragen ist komplett blau, genau wie die Ärmel. Ist mal was anderes und gefällt mir ehrlich gesagt auch gut. Was mir auch gefällt, auf der Rückseite steht Duisburg drauf. Auch wenn du das Trikot kaufst, bei Bayern auch so, aber bei vielen Vereinen ist es das so, dass da einfach gar nichts da steht, sondern nur die Vorderseite zu kaufen gibt. Und die Streifen gehen auch noch ein bisschen zum Teil der Rückseite und dann wird da bestimmt Trikotnummer und auch Name stehen. Mal gucken, welcher Sponsor sich bei den Zebras noch anbietet oder wer da noch draufkommt. Hertha BSC ist also ja auch ein bisschen blöd, finde ich, wenn man das Trikot haben sie ja rausgebracht, aber ohne Sponsor. Und dann bringen sie bald nochmal ein Trikot raus mit Sponsor, also keine Ahnung, wird dann wohl ein bisschen, vielleicht wird es ein seltenes, vielleicht wird es an Wert steigen, das Trikot ohne Sponsor drauf, versteht ihr, weil es dann ja nur welche mit Sponsor zu gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
gefällt mir das nicht so gut. Es gefällt mir besser als der FC Bayern München und deswegen kriegt es eine 2 minus. Keine glatte 2, aber eine 2 minus. Insgesamt Duisburg sympathisch, leider letztes Jahr nicht aufgestiegen, hätten auf jeden Fall das Zeug gehabt. So, das dritte Trikot, da gibt es nur die Vorderseite, kann ich euch gleich verraten. Und es ist auf jeden Fall das günstigste Trikot. Das kostet gerade mal 54 Euro, ist das Trikot von Adidas und vom FC Saarbrücken, dem Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest. Nee. Doch, Südwest müsste es gewesen sein, ne? Ja, da spielen auch die Vereine aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz, aus Baden-Württemberg. Nee, Südwest. Südwest, Regionalliga Südwest. Elversberg spielt doch auch dort und Mainz 2 und so, genau. Ja, also, das Trikot ist in Streifen aufgeteilt. Das Trikot ist kein großer Unterschied zur Saison davor, aber die Trikots von der Saison davor wollen wir nicht bewerten. Dafür, dass es so ein kleiner Verein ist, haben die, also die haben auf der linken, im linken Arm, die Ärmel sind übrigens blau, haben sie Sponsor von Lotto. Auf dem rechten das Logo der dritten Liga, dann haben wir, wie gesagt, blaue Streifen, die Ärmel sind am Ende mit blau Stoff abgerundet, oben auf den Schultern und bis ungefähr hier so der Oberarm ist mit schwarzem Stoff mit einem weißen Streifen drauf bedeckt. Der Kragen ist 50 mal besser, also insgesamt die Kragen dieser Folge sind 50 mal besser als die gestern, oder nicht, gestern war es ja gar nicht, das laber ich hier, in der Folge von der zweiten Liga, Entschuldigung, vorgestern war es. Ich sah das Video am Dienstag auch und Sonntag habt ihr das von der dritten Liga, von der zweiten Liga gesehen. Konzentriere ich einfach. Das Trikot ist auch von Adidas und es sind blau-schwarze Diagonalstreifen. Genau, Victors ist die Werbung von den Sponsoren und das sind ja so die Vereinsfarben. Dafür, dass es ein Aufsteiger ist, sieht das Trikot schön aus. Leider keine Rückseite von dem Trikot, aber trotzdem gebe ich auf jeden Fall eine 3. Ist nichts Besonderes, aber dafür, dass die sich als Aufsteiger qualifiziert haben oder dass sie als Aufsteiger dabei sind, gebe ich eine 3. So, dann haben wir den SV Meppen. Der SV Meppen hat sich dieses schöne Shirt rausgesucht von Nike. Einfach ein komplett blaues Shirt mit Dreiecken in verschiedenen Blautönen auf dem blauen Stoff. Dann hat man oben einen Kragen mit Knopfleiste. Das finde ich ja so hässlich, Trikots mit Knopfleiste. Hat der Bayern ja auch mal zum Oktoberfest. Zum Oktoberfest, nicht zur Oktoberpest. Entschuldigung, Leute. Ja, dann ist das Meppen-Logo drauf. Das Nike-Logo, Kick, XXL, ihr Kommunikationsdienstleister ist die Werbung und dann halt die weißen Ärmel. Ist nichts Besonderes. Auf der Rückseite sieht es so aus, SV Meppen steht da und oben stimmt Seele der Stadt, Stolz der Region. Ist deren Slogan. Meppen ist ja nicht im Wendland, Leute, ich bin lost. Meppen ist im Emsland. So rum. Nicht im Wendland, im Emsland. Und im Emsland gibt es sonst nicht wirklich große Fußballmannschaften, daher Stolz der Region, kann man schon so sagen. Und Seele der Stadt, muss, wird man sehen. Genau, und jetzt würde ich das Trikot noch gerne bewerten, wie eigentlich jedes Trikot in jedem Video. Ich gebe dem Trikot eine 3, aber eher eine 3 minus, weil es nichts Besonderes ist und der Kragen mir nicht so gefällt. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz scrollen, und zwar hierhin das Trikot von dem Hallischer Fußballclub und das ist so mit Honigwaben in Rot, schön, das Trikot ist leider hier in bester Qualität aufzufinden. Ja, da hat man so weiße Streifen, die auch noch mit kleinen Mustern in der Mitte verzerrt sind und das hat man bei jedem Trikot, eigentlich hat man jedes Trikot so gemacht, bloß mit anderen Farben. Ich glaube, das Auswärtstrikot ist weiß und das dritte Trikot ist schwarz, aber mit den gleichen Farben halt. Das Trikot ist von Puma, ein Halle-Logo, Sunmaker, dein Wett. Portal, ja, Sunmaker ist in der dritten Liga und zweiten Liga verbreitet, haben ja viele Sponsoren und wenn es nur als Nebensponsor ist, Paderborn hatte das ja auch letztes Jahr in der Bundesliga, hat man noch auf dem Arm ein Werbeslogan für den Köln müsste es sein und ja, von der Rückseite sieht es so aus, ich kann leider nicht entziffern, was hier oben drin steht, ich hätte es euch gerne erzählt, ich berücksichtige das einfach mal und hinten steht drauf, dass nur, oder steht drauf, wenn man das ohne Flock bestellt, nur Hallischer FC. Also die Nummer und Spielername steht dann da nicht drauf. Daher, dass ich das nicht erkennen kann, muss ich das vielleicht mit einberechnen, also im positiven Sinne. Und daher würde ich das Trikot, da es eigentlich ganz nice ist, eine 2 geben. Eine 2 minus, aber eine 2 minus halt. Ach,
das hat keinen Sinn. Ich wollte 2 sagen, aber mit 2 Minus halt. Also wir haben heute einige Trikots, die relativ schön, einige, die relativ in Ordnung sind. Und das Neppen-Trikot, was ich jetzt nicht so berauschend finde. Wenn das in besserer Qualität da wäre, hätte ich mich gefreut, aber mal gucken. Jetzt haben wir noch 10 Vereine, die noch kein Trikot rausgebracht haben. Mal gucken, wann die Trikots rausbringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen mit einem weiteren Sticker-Album-Update wieder und Donnerstag mit dem nächsten Trikot-Video. Haut rein, bewertet gerne die Trikots in den Kommentaren, liken und abonnieren nicht vergessen, wenn euch die Serie gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski.